Kian kommt ebenso heran, alles startklar für das Pferdewetten Bavarian Classic, das in diesem Moment gestartet ist. Das Feld auf der Reise, 2000 Meter liegen vor den 8 Kandidaten und Django Freeman in der Bahnmitte war zunächst vorne, wird jetzt aber abgelöst von Amiro. Amiro vor Django Freeman, dahinter Kian, viertes Pferd ist dann innen galoppierend. Quest the Moon vor Akon, dahinter Beam Me Up, Jingis First und am Schluss des Feldes zunächst einmal Enjoy the Moon. So geht es durch den ersten Bogen hindurch und Amiro zeigt den Weg. Zweites Pferd ist Kian, dahinter sehen wir dann Quest the Moon vor Django Freeman, fünftes Beam Me Up, dahinter Akon und dann Jingis First gemeinsam mit Enjoy the Moon am Schluss des Feldes. Das längst die Gegenseite erreicht hat, Amiro zeigt hier unverändert den Weg, Kian ist zweites Pferd, dahinter sehen wir dann die nächste Gruppe mit Quest the Moon, mit Django Freeman, Beam Me Up, dahinter Akon, Enjoy the Moon und letztes Pferd ist jetzt Jingis First. So geht es die Gegenseite herunter in Richtung des Schlussbogens, wo es nach wie vor keine Veränderungen gibt. Amiro voraus vor Kian und vor Quest the Moon, dahinter Django Freeman. Das sind die ersten vier, die jetzt den Schlussbogen erreichen. Amiro mit zwei Längen vor Kian, vor Quest the Moon, dahinter Django Freeman. An der Innenseite dann Beam Me Up vor Akon, Enjoy the Moon und Jingis First. Der lauert am Ende des Feldes auf seine Chance. Am Scheitelpunkt ging es vorbei. Amiro macht jetzt vorne nochmal Tempo auf. Das sind jetzt vier Längen voraus vor Kian, vor Quest the Moon, vor Django Freeman. Beam Me Up dahinter. Und am Schluss des Feldes Jingis First hinter Enjoy the Moon. Es ist die Zielgerade erreicht, 550 Meter. Amiro in der Bahnmitte noch immer vorne. Jetzt kommen die Angriffe von Kian, von Beam Me Up ganz innen. Dann wird auch Django Freeman eingesetzt. Akon wird eingesetzt. Und jetzt sind alle in einer Linie, alle auf einer Phalanx. Akon an der Außenseite mit Django Freeman. Django Freeman geht nach vorne. Django Freeman mit Quest the Moon. Django Freeman an der Spitze. Django Freeman vor Quest the Moon. Innen kommt Beam Me Up. Aber vorne ist Django Freeman. Quest the Moon ist der Gegner. Amiro kämpft zurück, aber vorne Django Freeman. Django Freeman gewinnt vor Quest the Moon und vor Amiro. Dahinter dann Jingis First, vor Beam Me Up, vor Akon, vor Enjoy the Moon und vor Kian. Der Sieger ist Django Freeman.